Ja, Mette, Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal etwas an, was schon aufgenommen, zumindest ein bisschen länger her ist, um die 2 Monate, als Rainer noch nicht in der Einrichtung war, wo er jetzt zurzeit ist. Ja, er hat ja gesagt, dass er so eine Art Serie machen möchte, wo er halt durch Städte zieht und halt Hotels bewertet. Das ist wohl ein Teil davon oder so, oder ein einstündiges Video davon. Auf jeden Fall geht es in die Richtung, das will ich damit sagen. Das wurde vor ungefähr 2 Monaten aufgenommen. Und ja, es gibt 17 Minuten, also viel zu bieten vom Lord. Schau mal, wie der das B&B-Hotel in Schweinfurt fand. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, dass wir zurzeit so viel Interaktion haben auf dem Kanal. Das macht das Ganze noch um einiges mehr, ja, unterhaltsamer, sage ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein. Das Video ist ein bisschen leise. Ich habe mich selbst auch ein bisschen leiser gemacht. Aber es geht einfach nicht lauter. So, sorry. Es ging einfach nicht. Es geht nicht. Apollo. Meine Lieben, ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich bin in einem B&B-Hotel in Schweinfurt. Wieso sage ich euch das? Weil die Hater es wieder geschafft haben, mich zu leaken. Beziehungsweise noch haben sie mich nicht geleakt. Aber sie haben anscheinend schon rausgefunden, wo ich bin. Also wird es aber nicht lange dauern, bis ich rausfliege. Mich hat gerade die Rezeption angerufen und die Rezeptionistin hat gesagt, dass jemand angerufen hat, der nach mir fragte, weil er mich angeblich nicht erreichen könne. Jetzt mal ganz abseits vom Drachen-Thema, ne? Wenn man sich so neutral in seine Position reinversetzt, du bist in deinem Zimmer, ne? Quasi in deinem Schloss, sag ich jetzt mal, um es ein bisschen bildstärker ausdrücken zu können. Und du weißt ja, wenn ich rausfliege, ganz Deutschland quasi weiß, wo ich bin, überspitzt gesagt, ne? Also, hey da, Deutschland, sag ich mal. Und wenn ich da rauskomme, die stehen da, wenn da alle stehen. Es ist schon ein unangenehmes Gefühl, oder? Wenn man sich mal so da reinversetzt. Weil ich eine Sperre hätte, bla bla bla. Ich habe ihr jetzt gesagt, sie soll sagen, sie soll nochmal anrufen bei der Person und soll Bescheid sagen, dass ich schon ausgecheckt bin. Und damit kann man hoffentlich das Schlimmste vermeiden. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich geleakt wurde, wo er war. Aber ich kann mir vorstellen, dass er wieder vorher Videos gemacht hat auf TikTok, wo er wieder sagt, ja, die Hater, die finden mich diesmal eh nicht, wie er es schon so oft gemacht hat. Und dann beschwert er sich, dass er gefunden wurde und auch, ja, dann alles seinen Lauf nimmt, ne? Ich frage mich immer, was er sich denkt, wenn er diese Ansagen aufnimmt. Dass er da gar nicht dran denkt, dass diese Konsequenzen auf ihn zukommen, ne? Unfassbar mit Mitte 30. Das Wichtigste an dieser Aktion, jetzt, was ich jetzt euch jetzt erzählen habe, ist folgendes. Erstmal ist es absolut grottig, dass eine hotelangestellte Person einer Person Informationen gibt, die keinen amtlichen Ausweis wie Polizeiausweis oder sonst was hat. Erstmal einen Polizeiausweis vorzeigen, wenn man Rainer Winkler suchen will. Aber ist doch normal, oder? Wenn man beim Hotel anruft. Ich hatte das jetzt auch bisher noch nie. Okay, ich kann da glaube ich nicht so groß aus Erfahrung sprechen, weil ich solche das so noch nicht oft hatte. Aber wenn man doch bei einer Rezeption anruft und dann den Namen sagt und die sieht, okay, der ist hier wirklich, dann geht die Rezeptionistin doch davon aus, jo, die kennt sich. Weil es ruft ja keiner random an und fragt, jo, ist Herr Müller da? So zum Beispiel. Einfach random bei eben im Hotel. Okay, Müller könnte sein, ist ein öfter Name, aber Rainer Winkler ist jetzt nicht so ein häufiger Name. Wo man ist. Und das war in Kitzingen der Fall und das ist jetzt auch wieder der Fall. Das ist eine Veröffentlichung von fremden Daten oder das ist eine Datenveröffentlichung. Das ist normalerweise in den AGBs, ich weiß nicht, wie es beim B&B-Hotel ist, aber das ist normalerweise in den AGBs entsprechend festgehalten. So, dann möchte ich noch eine andere Sache anmerken. Rainer, den es selbst nicht juckt, was in AGBs steht, siehe YouTube-Bann und zig andere Bans auf verschiedenen Plattformen. Regt sich natürlich auf, wenn es ihm passiert, ne? Typisch. Ich bin hier eingecheckt über das Nachtterminal. Oder ich habe es versucht. Ich habe da bestimmt eine Stunde oder zwei dran gehangen und habe versucht, das blöde Nachtterminal zu machen. Und einzuchecken. Und, ups, da bin ich auf die falsche Taste gekommen. Ich habe über das Nachtterminal versucht einzuchecken. Alles schön und gut, wäre auch alles in Ordnung gewesen. Bloß das Problem ist, dieses Nachtterminal hat nicht funktioniert. Nachdem ich die ersten Tasten gedrückt habe und die ersten Sachen eingegeben habe, hat es nicht mehr funktioniert. Das Terminal hat nicht mehr geklappt. So, jetzt bin ich hergegangen und habe bei der. Dann ist dann eine Nummer an der Seite zum Glück gestanden.
Nach 2 Stunden habe ich das dann gemerkt und habe da angerufen, weil ich jetzt sonst nicht wusste, wo ich hin soll. So, es war auch mitten in der Nacht und alles. Und jetzt ist es auch so, dass ich da angerufen habe und dann kam eine Person und hat mich dann eingelassen, hat es dann über die Rezeption direkt gemacht, obwohl es um die Uhrzeit eigentlich geschlossen ist. Fand ich ganz gut, hat mir dann gut geholfen. Dann habe ich aber ein Raucherzimmer bekommen, würde mich jetzt nicht stören an sich, weil ich, alles schon und gut, ist aber ganz schön heavy, weil eigentlich ist ja Rauchen in Hotels mittlerweile verboten. Beziehungsweise es soll ja abgeschafft werden. So. Ist es wirklich verboten, also wirklich gesetzlich verboten, in Hotels zu rauchen? Ich bin selbst nicht Raucher, deswegen keine Ahnung. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und dass er ein Raucherzimmer bekommt, ist doch gar nicht schlimm, weil er raucht doch selbst. Auch wenn das vehement dementiert in seinem FAQ. Kann ich nachvollziehen, ist auch in Ordnung und alles. Was ich allerdings nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wie hier der Boden aussieht. Und das ist für ein Hotel, wo ich fast 70 Euro die Nacht zahle, fast. Der Boden sah echt ein bisschen siffig aus, ne? Aber es ist wahrscheinlich ein alter Teppichboden wahrscheinlich, ne? Wenn einmal was drauf tröppelt, dann musst du theoretisch den Teppich auswechseln oder grundreinigen lassen. Und 70 Euro für ein Hotel ist jetzt auch nicht so viel. 70 Euro die Nacht zahle, ist das schon sehr extrem, ja? So sieht der ganze Boden hier aus. Der Geruch nach Rauch, gut, wie gesagt, es ist ein Raucherzimmer, kann ich also nachvollziehen. Den kriegt man nicht raus, das ist ganz klar. Hier liegt aber auch teilweise Dreck. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, da ist nicht mehr richtig gesaugt worden oder gekehrt worden. Ja. Und hier, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch da ist. Nee, die hat sich inzwischen verkrümelt. An dem Becher hing vorhin eine kleine Spinne. Ich weiß nicht, wo die jetzt ist. Klopapier musste ich selbst austauschen, weil es leer war. Geduscht habe ich noch nicht. Das werde ich aber wahrscheinlich dann, wenn mein Essen gekommen ist. Ich habe das zu essen bestellt. Gleich nachholen. Aber ich habe hier diese Videos aufgebaut, ne? Er filmt in sein viel zu großes Gesicht für die Aufnahme. Zeigt den Boden, zeigt irgendwie das Klo, wenn man nur die Hälfte sieht. Ich habe jetzt keinen Plan, wie das Klo genau aussieht. Ob es meinen Erwartungen entsprechen würde, bla bla bla. Ob es da sauber ist oder so. Nee, der geht einfach da rein und sagt, er müsste das Toilettenpapier austauschen und da war eine Spinne. Oh nein. Das ist ja so schlimm, wenn ein Weberknecht oder so in deiner Ecke hängt. Ich würde mich freuen, wenn ich in jeder Ecke von jedem Zimmer einen Weberknecht hätte. Dann könnte ich einfach das Fenster offen lassen. So. Einfach, würde sich die Fliegen gar nicht mehr reintrauen. Hoffentlich kann ich das auch noch in Ruhe machen. Dieses Gesicht schon wieder, ne? Wenn nicht, werde ich mit denen reden. Hier, die Wände sehen auch nicht wirklich schön aus, sind auch lauter Flecken an den Wänden. Also, sorry, aber für ein solch teures Hotel finde ich es schon übertrieben teuer. Man muss dazu sagen, das Hotel hat, soweit ich weiß, nur 2 Sterne. Das war unten gestanden. Aber ganz ehrlich, nach deutschem Standard, nach normalerweise deutschem Standard, ist das schon übertrieben. Ich habe auf der rechten Seite vom Bett geschlafen und habe hier aber auf der linken Seite lauter Flecken und lauter Dreck am Boden, wo nicht vernünftig gesaugt wurde oder ähnliches. Das ist schon heftig. Und eben, wie gesagt, auch die Tatsache, dass dann einfach Sachen veröffentlicht werden oder halt vom Hotelpersonal geleakt wird, wo ich bin oder dass ich hier bin, das geht halt einfach gar nicht. Ich habe die große Vermutung, dass ich wohl jetzt innerhalb der nächsten viertelhalben Stunde wohl aufgefordert werde zu gehen. Das heißt natürlich immer vorausgesetzt, dass die Hater jetzt auch glauben, dass ich hier bin. Ich habe jetzt, wie gesagt, angeordnet, dass sie sagen sollen, dass ich schon ausgecheckt bin. Rainer hat doch seine ganzen Spione überall. Die hätten doch sofort gesagt, was die Hater gerade machen oder was sie denken, oder? Ein bisschen Glück schaffe ich noch einen Tag länger. Und morgen wäre ich ja sowieso abgehauen. Also es bleibt jetzt eigentlich nur abzuwarten, wie es weitergeht.
Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten, weil das ist genau so eine Aktion, die ich asozial finde, ohne Ende. Ich will eigentlich auf diesem Kanal hier keine Hate-Aktion ständig veröffentlichen. Aber ich meine, was soll eine Rezeption denn seiner Meinung nach machen? Ich meine, jemand ruft an, ne? Gehen wir das mal im Kopf durch. Jemand ruft an. So. Dann sagt er, hallo, ich würde gerne den Rainer Winkler sprechen. So, Rainer möchte, dass der Typ, der anruft, nicht weiß, ob Rainer da ist oder nicht. Sprich, sie müsste jetzt auflegen, Rainer anrufen, sagen, wer angerufen hat. Dann müsste sie warten, was Rainer sagt. Wenn Rainer zurückrufen möchte, müsste sie den Anruf nochmal aufbauen oder sagen, ja, Rainer ist doch hier. Auch wenn sie sagt, ja, ich schau kurz, ob er hier Ding eingecheckt ist und es dauert dann 2 Minuten, ja, dann weiß auch jeder, Rainer ist da. Also man kann es eigentlich gar nicht verhindern. Aber das ist nun mal momentan leider mein Leben. Und wenn man so darüber nachdenkt, wie sich die Politik und auch wie sich die verschiedenen Geschäftsführer geben in verschiedenen Hotels, Unterkünften und so weiter und so fort, ist das absolut unter aller Sau. In Kitzingen wurde ich veröffentlicht und auch hier wurde ich veröffentlicht. Wir schon wieder so 1800, ne, wie die Politik darum angeht und Hotelbesitzer. Ja, er kann es einfach nicht lassen. Ich meine, er musste nur sein Plan war, eine Hotelrezension zu machen. Okay, ne? Kann ja ganz interessant sein. Will ich gar nichts gegen sagen. Aber dann in den 6,5 Minuten, die wir geschaut haben, ging es 5,5 Minuten ungefähr darum, dass Hater draußen warten, dass das Personal ihn geleakt hat, angeblich, und dass die Politik böse ist. Ja, wenn ich wissen wollen würde, wie das Hotel so ist, ich hätte bisher alles erfahren, was ich wissen möchte. Endlich. Die Kritiker und Hater haben eine Obdachlosenkunft veröffentlicht und geleakt und haben da Feuerwehreinsatz und Krankenwagen mitten in der Nacht hingeschickt. Wo dann auch Menschen, die auch anders Hilfe brauchen und so wie ich mir zum Beispiel notfalls mal ein Hotel oder irgendwas organisieren kann, die das nicht können, das ist halt echt unter aller Kanone. Ich höre jetzt schon Feuerwehr, also wird es wahrscheinlich gleich, oder Polizei oder irgendwas, also wird es da wohl gleich passieren. Ich hoffe, dass ich jetzt die Nacht bleiben kann, weil das ist letzten Endes das Versäumnis des Hotels. Aber ich glaube nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Meiner Erfahrung nach sagt mir das, dass ich wahrscheinlich rausfliege. Ich hoffe, dass mein Essen jetzt langsam kommt. Das hat geheißen, um 12 wird es geliefert. Das ist jetzt schon 20 nach 12. Dazu kommt, dass wenn ich das Essen nicht langsam habe und wirklich rausfliege, dann muss ich schon, dass ich das Essen noch stornieren kann. Aber das kann ich nicht. Und das heißt, auch mein Gutschein ist weg. Da hört man schon die Polizei. Wie paranoid er ist, ne? Ich meine, es wird ein Hotel sein, wird vielleicht sogar ein bisschen an der Stadt angekoppelt sein. Und der hört Polizei und denkt sofort, es geht um ihn. Und wo hat er Essen bestellt? Hat er in der Hotelkantine Essen bestellt? Muss ja, ne? Weil sonst macht es ja keinen Sinn, dass er es nicht kriegt. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, irgendwas passiert gerade schon. Und ich wette, dass die mich dazu auffordern, dass ich gehen soll. Das heißt, wenn ich dann nicht unten auf mein Essen warten kann, nicht aufs Klo gehen kann oder sonst duschen kann, dann habe ich schon richtig Arschkarte, bitte. Dann braucht man sich auch nicht wundern. So, also ich bin jetzt immer noch im Hotel. Mein Essen habe ich inzwischen bekommen, nachdem ich jetzt da ungefähr 100 Mal was machen musste. Was habe ich denn da? Einfach der hungrige Rainer da im Hotel am Randalieren. Ich wäre gern dabei gewesen. Aha. Ich verliere schon die Haut, weil ich am Sonnenbrand. Also, die Schicht hat inzwischen gewechselt. Vom Hotel. Die Polizeischicht hat gewechselt, es ist eine gute Schicht dran. Das heißt, ich kann anrufen, wenn jemand vorbeijoggt. Rein ausdrücklich. Ich weiß jetzt nicht, wie die jetzt drauf reagieren. Ich habe ihr aber gesagt, ich soll Bescheid geben. Es wurde jetzt gesagt, dass ich nicht mehr hier bin. Bisher ist auch noch nichts Schlimmes passiert, glaube ich. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ich hoffe, es bleibt so. Dass ich zumindest die eine beschissene Nacht noch überstehe. Überstehe. Im Weiteren ist es jetzt so, dass ich glaube, dass es erst dann heute Abend richtig losgeht. Wahrscheinlich heute Nacht zwischen 8 und 0 Uhr. Mal wieder versucht wird, mich auf die Art und Weise aus dem Hotel zu bringen. Das spielt alles erst einmal soweit keine Rolle, denke ich.
Lass mir das erstmal so stehen. Ich habe mich inzwischen mal kurz geduscht, ich war mal kurz am Klo, habe mich mal kurz ein bisschen fertig gemacht für alle Fälle. Schau jetzt noch ein bisschen Let's Plays, aber ich kann einfach nicht abschalten. Das ist das Nächste an der Scheiße. Man kann da auch nicht abschalten. Boah, das geht mir ja gerade auf die Nerven, ne? Man kann bei sowas halt auch einfach nicht abschalten. Ich hoffe, dass jetzt nichts Größeres passiert. Dann schaffe ich vielleicht die eine Nacht. Es kann ja nicht so schwer sein, noch eine längere Nacht hier zu bleiben. Zumal es auch bezahlt ist und alles. Das ist aber auch wieder die Sache, die ich nicht verstehe von Seiten der Regierung und Gemeinde und Landratsamt und alles und drum und dran. Es kann doch nicht sein, dass. Warum holt er denn jetzt wieder so aus? Es geht einfach nur um eine simple Hotelrezension. Und er hat es bisher nur geschafft, das Klo halb zu filmen, sich über eine Spinne aufzuregen und dass der Teppichboden ein bisschen versifft ist. Und dass das Raucherzimmer nach Rauch riecht. Der Rest von diesem Video war blöde Hater und die Paranoia. So viele Menschen, so viele Straftaten begehen und da nichts gegen unternommen wird. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, dass diese Leute so komplett anonym diese Scheiße bauen können und damit davon kommen und das immer weiter durchziehen. Ich meine, dass gegen diese Telegram-Gruppe nicht schon längst was unternommen wurde, das ist in meinen Augen so komplett surreal. Ich meine, da sind so viele 80.000 Menschen oder was drinnen oder 50.000 Menschen. Das ist in meinen Augen komplett surreal. Das ist komplett surreal, was da abgeht. Dass es so viele Menschen drin sind, die da auch Straftaten planen und organisieren, allein diese Sache mit den ganzen Polizeieinsätzen und so weiter und so fort. Ich denke mal, wir werden vom Schanzenwort Sportcast reden. Ne? Wo wurden denn da Straftaten organisiert? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich da in den letzten Monaten irgendwas verpasst habe, aber ich habe da nichts mitbekommen, wo Straftaten geplant wurden. Und wenn es solche Telegrams gibt, dann sind das kleine Telegrams von irgendwelchen kleinen Hatergruppen, die den Bogen ein bisschen überspannen. Was da teilweise abgeht. Das ist echt nicht normal. Bestellen konnte ich jetzt auch nichts groß, weil mein Ding auch nicht richtig funktioniert. Ich weiß nicht warum. Mein Lieferando, jetzt habe ich mir einen neuen Lieferando-Account gemacht. Dann ging es dann doch zum Glück. Aber das war irgendwie ganz merkwürdig, weil ich nichts bestellen konnte über meinen Account. Das ist auch nicht normal. Wieder die Frage, was hat das mit einer Hotelrezension zu tun? Jetzt ist es auf jeden Fall erstmal so, dass bisher noch alles halbwegs ruhig ist. Jetzt hoffen wir mal, dass es so bleibt. Im Idealfall kann ich mich heute Abend nochmal hinlegen und noch eine Runde schlafen, bevor ich dann morgen früh zwischen 8 und 12 Uhr abhaue. Aber ich gebe euch Bescheid, sobald wir soweit sind. Keine Ahnung, vielleicht ist das die letzte Aufnahme aus dem Zimmer, vielleicht auch nicht. Wenn ich direkt rausgeflogen bin, dann werde ich auf jeden Fall eine Info geben. Und wenn ich raus bin aus dem Hotel, werde ich euch auch eine Info geben. Euer Drache. Tschüss, tschüss. Okay, war doch nicht das. War die letzte Aufnahme. Wenn ich jetzt schon ein Video mache zur Hotelkritik, dann werde ich das auch richtig machen. Jetzt kommt's. Und mir ist wieder was aufgefallen gerade. Erstmal. Das ist die kleine Spinne von vorhin. Ich lasse die auch aus dem Leben, wenn sie mir in die Quere kommt. Aber was ich hier auch noch ansprechen möchte, ist das Klopapier. Schon wieder. Pass mal auf hier. Das hier ist ein Klopapier. Ja. Das Teil ist so dünn, dass man nicht mal ein Blatt von der Klorolle abreißen kann, ohne dass es zu Bruch geht. Finde ich, muss ich wieder dazu sagen, dieses Hotel kostet fast 70 Euro. Also ich bin wirklich kein Hotelprofi, ne? Ich bin nicht sehr oft in Hotels, aber 70 Euro pro Nacht ist doch nicht viel, oder? Ich meine, so Motels wirklich absteigen, die kosten 20, 30 Euro die Nacht. Und da ist 70 Euro für ein Hotel wirklich, ein Hotel, doch eigentlich nicht viel, oder? Und dieses Einlagenklopapier, ich meine, Rainer geht durch Kackduschen, also. Ist doch nicht so schlimm, oder? Das ist, finde ich, schon übertrieben. Eine Klopapierrolle oder ein Klopapier, das so dünn ist,
Das habe ich bisher eigentlich nur auf Bahnhofstoiletten oder auf Restauranttoiletten, also nicht Restaurants, sondern nicht mehr von guten Restaurants, sondern mehr von so kleinen Cafés oder so gesehen. Also sorry, aber das geht halt gar nicht. So, weiter der Aufnahme aus dem. Das Bild rechts von Rainer sieht ja unfassbar gruselig aus. Dieses Schwein, was sich so anguckt. Ach du Scheiße. Hotelzimmer. Es war jetzt gerade mehrfach Polizei zu hören, Feuerwehr, Krankenwagen. Gerade war auch hier Geschrei im Gang. Es hat jetzt noch keiner geklopft bei mir. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Aber es wirkt stark danach, als würden die wahrscheinlich jetzt gleich versuchen, mich hier aus dem Hotel zu schmeißen. Meiner Erfahrung nach zumindest zeigt mir das das alles. Es war jedenfalls sehr viel Polizei gerade vor der Tür. Geleakt haben sie es mittlerweile auch. Also es ist jetzt mittlerweile auch im Internet veröffentlicht worden, wo ich bin oder wo ich war. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich persönlich glaube, dass es nicht mehr lange dauert. Dann werde ich rausgeschmissen, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Ich sitze hier, ich bin am Gamen. Wie immer. Nichts wirklich am Machen. Ich habe jetzt alles schon mal so weit zusammen. Und das war zu der Zeit, wo er seinen Drachis immer wieder vorgeheuchelt hat, dass er doch so viel zu tun hat. Und jetzt sitzt er da und sagt, ja, spiele den ganzen Tag wie immer, hab nichts zu tun. Gepackt meinen Rucksack, meinen Laptop. Schauen wir mal. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich rausfliege, werde ich noch ein Video machen, wie ich dann auf dem Weg nach Nürnberg bin. Ich bin von der Zeit her eigentlich ganz froh, weil es ist jetzt 16:30 Uhr, das heißt, ich schaffe es auf jeden Fall nach Nürnberg, wenn sie mich jetzt bis 17, 18 Uhr hier rausschmeißen. Das ist mir lieber, als wenn es nachts um 20 Uhr ist. Nachts um Wobei 20 ich Uhr. versuche trotzdem natürlich erstmal durch Begrasschen hier zu bleiben. Zumindest die eine Nacht, die ich bezahlt habe. Bleibt nur abzuwarten, was passiert. Jetzt hört man wieder gerade Feuerwehr oder Polizei. Ich sei allerdings auf dem Weg weg. Also ich höre sie zumindest leiser werden. Bin echt mal gespannt. Das kann echt nicht so weitergehen. Langsam aber sicher muss da irgendwas passieren. Es gibt da eigentlich, wenn nicht gegen diese Hater Menschen auseinandergenommen wird, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung, wie das Ganze beendet werden kann. Und das endet mit meinem Tod. Und ehrlich gesagt habe ich auf die Variante nicht wirklich viel Bock. Es ist nicht so, dass Rainer schon mal seinen Tod vorgetäuscht hat, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt und auch andere Leute sagen das auch hin und wieder mal. Rainer hätte jederzeit die Chance auszutreten und in ein paar Jahren ein normales Leben zu führen. Da bin ich mir zu 90% sicher, wenn er professionelle Hilfe an die Hand kriegt, die ihn auch wirklich helfen wollen und der alles macht, was die denen ihm so vorschreiben, könnte er es in diesen Jahrzehnten auch schaffen, ein sorgenfreies Leben zu führen. Für seine Verhältnisse, ne? Einen kleinen Job zu haben, eine kleine Wohnung, normales Gewicht vielleicht sogar, wer weiß. Aber das will Rainer nicht, ne? Ich meine, er hat seine Einrichtung, wo er jetzt seit ein paar Wochen oder so schon ist, ja auch selbst geleakt, ne? Er will einfach, dass da ein bisschen Würze reinkommt, weil er sieht, jo, die Einnahmen gehen schnurstracks nach unten und das mag Rainer gar nicht. So, letztes Video. Ja, ich bin jetzt aufgefordert worden zu gehen. Eine Sache noch ist mir vorhin aufgefallen beim Duschen. Waren auch schon gezeigt. Ich bin ja schon soweit fertig. Ich werde jetzt alles zusammenpacken und dann werde ich abhauen. Und dann werde ich später aus dem Zug oder so noch ein Video machen. Bis nachher. So, meine Lieben, es ist jetzt mittlerweile Wochen her, wenn nicht sogar, eigentlich ist es sogar Monate her, dass ich dieses Video aufgenommen habe. Das Video war, ich warte mal kurz, ich schau mal eben. Das Video war Details. Steht ja gar kein Datum dabei. Doch, Ja gut, ich glaube, hier sagt er 23. nur noch
das Datum. Ist dem B&B-Hotel zurückbekommen nach dieser Aktion. Ich habe mittlerweile keinerlei Entschuldigung bekommen. Ich habe auch nicht dreckig war. Und dafür, dass da so eine Schweinerei passiert ist, dass da die Angestellten... Er wiederholt sich nur nochmal. Ja, ich weiß, es steht Vlog, ne? Aber ich mit dem Video auch gemerkt, dass es nicht eine alleinstehende Rezension ist. Deswegen sei mir verziehen, dass er kaum über zu viel gesprochen hat, aber für mich war das eine Rezension, also ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, die Rezension, sehr, sehr schön, wunderbar. Aber dass er es einfach nicht lassen kann, ne? Sich einfach mal auf ein Thema zu konzentrieren, dieses blöde Hotel, einfach mal ordentlich zu bewerten, ne? Das ist ja nicht mal viel. Er zeigt das Zimmer, sagt, was blöd und gut ist, redet über den Rest der Anlage und ein bisschen was man in der Umgebung machen kann. Das ist ein Aufwand von, weiß ich, einer Stunde, zwei Stunden insgesamt oder so. Aber ja, ich glaube, brauchen wir das Fass mal gleich aufzumachen, Rainer, und Arbeit in Content stecken. Dann würde ich sagen, klickt gerne auf eins der Videos, die hier angepinnt sind. Keine Ahnung, was ich nehme. Irgendwas Cooles. Und sehen wir uns in den Kommentaren. Haut rein.